Der generelle Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit. Bevor man mit dem Schreiben der VWA beginnt, ist es wichtig, sich im Vorfeld Gedanken über den Aufbau der Arbeit zu machen. Es gibt zwar keine feste Anleitung, aber doch ein paar Richtlinien, an die man sich halten sollte. Im Allgemeinen kann die Arbeit in die folgenden Teile gegliedert werden: das Titelblatt, die Kurzfassung oder Abstract, das Vorwort, optional, das Inhaltsverzeichnis, die Einleitung, der Hauptteil, der Schluss, das Literaturverzeichnis, andere Verzeichnisse und Glossar sind ebenfalls optional und das Begleitprotokoll. Das Titelblatt bei einer VWA ist verpflichtend und der Inhalt ist vorgegeben. Es müssen folgende Informationen enthalten sein: das Thema oder der Titel der Arbeit, der Name, die Klasse, die Angaben zur Schule wie Name oder Adresse, die Betreuungsperson und das Abgabedatum. Als nächstes kommt die Kurzfassung. Sie beschreibt kurz in ca. 100 bis 150 Wörtern, das entspricht ungefähr einer Seite, das Thema, die Frage bzw. Problemstellung, die Vorgehensweise bei der Beantwortung und die Erkenntnisse oder Schlussfolgerungen. Sie ist eine Zusammenfassung der gesamten Arbeit und soll daher für sich alleine stehen können. Sie muss auch ausreichen, um sich ein Gesamtbild über die Arbeit zu machen. Das Vorwort ist optional. Hier können Gründe für die Wahl des Themas, Angaben zu dem persönlichen Bezug oder auch Danksagungen angegeben werden. Das Vorwort endet mit dem Datum und dem Namen des Autors. Im Inhaltsverzeichnis findet man die Überschriften der gesamten Arbeit. Es enthält die Titel, die Nummerierung und die Seitenanzahl der Überschriften. Die Einleitung soll das Themengebiet der vorwissenschaftlichen Arbeit vorstellen. Es soll erklärt werden, womit sich die Arbeit in diesem Zusammenhang beschäftigt, welche Fragestellungen sich daraus ergeben und wie bei der Beantwortung vorgegangen wird. Dann wird die Struktur des Hauptteils beschrieben. Der Hauptteil ist die tatsächliche Ausarbeitung des Themas. In mehreren Kapiteln werden so die Forschungsfragen ausgearbeitet und beantwortet. Das kann durch den Vergleich von wissenschaftlichen Arbeiten aus der Literatur oder auch durch die Interpretation von Grafiken, Tabellen, Fragebögen oder Ähnliches geschehen. Im Schlussteil werden zuerst alle Ergebnisse aus dem Hauptteil zusammengefasst. Es können mögliche Schwierigkeiten beim Schreiben beschrieben werden und Verbesserungen vorgeschlagen werden. Alle verwendeten Quellen werden im Literaturverzeichnis aufgelistet. Das erfolgt entweder in alphabetischer oder systematischer Form. Es können auch noch andere Verzeichnisse verwendet werden, wie zum Beispiel ein Abbildungsverzeichnis, Abkürzungsverzeichnis oder auch Tabellenverzeichnis. Ein Glossar ist ebenfalls optional und listet erklärungsbedürftige und nicht geläufige Wörter auf. Er enthält vor allem Fachausdrücke und die jeweiligen Definitionen der Begriffe. Beim Arbeiten an der VWA muss von jedem Schüler ein Begleitprotokoll geführt werden. Das ist der schriftlichen Arbeit dann beizulegen.